Hier sind unsere 11 Tipps, die du beim Kauf eines Ladegerätes beachten solltest. Tipp Nummer 1. Achtung vor Ladegeräten, die pfeifen. Nervig ist es natürlich, wenn dein Ladegerät im Schlafzimmer oder an einem ruhigen Arbeitsplatz steht. Die Tizi-Tankstation bleibt durch hochwertige Bauteile lautlos. Und das nicht nur beim Laden, sondern auch im Standby-Modus. Tipp Nummer 2. Störungen auf dem Touch-Display. Die können nämlich dann stattfinden, wenn dein Smartphone während des Ladens an ein billiges Netzteil angeschlossen ist. Die Tizi-Tankstation unterbindet diese Display-Probleme mit einem speziellen Controller. Tipp Nummer 3. Robust genug für häufiges Stecken? Bei vielen Importgeräten wird das Gehäuse instabil zusammengesteckt oder die Teile sind nur zusammengeklebt. Die Tizi-Tankstation ist ultraschallgeschweißt und sehr robust. Die Ports halten tausende von Steckvorgänge aus. Tipp Nummer 4. Ist dein Netzteil ein Stromfresser? Ladegeräte können nämlich wirklich Stromfresser sein und brauchen nicht selten bis zu 6 Watt im Leerlauf. Gesamtkosten sind es übers Jahr verteilt 16 Euro. Die Tizi-Tankstation, die verbraucht umweltschonend nur 0,2 Watt und spart dir zugleich Geld. Tipp Nummer 5. Kann dein Gerät volle Leistung bringen? Unter Volllast, da werden Geräte häufig heiß. Bei minderwertigen Ladegeräten kann das zum Ausfall oder zur Beschädigung des Ladegerätes führen. Dank der hochwertigen Bauteile der Tizi-Tankstation kann auch unter Volllast ein zuverlässiger Betrieb garantiert werden. Tipp Nummer 6. Maximale Leistung auf allen Ports. Nicht jedes Ladegerät bringt auf allen Ports die maximale Leistung. Die Tizi-Tankstation bietet 5 gleichwertige Ports, die herstellerübergreifend maximal schnell laden können. Tipp Nummer 7. Richtigen Support. Den gibt es natürlich bei Amazon China Marktplatzhändlern selten. Das in Deutschland ansässige Tizi-Team hilft Kunden sofort weiter und bietet 12 Monate Garantie. Tipp Nummer 8. Kabel können Feuer fangen, wenn keine entsprechende EU-konforme Schutzschaltung eingebaut wurde. Die Tizi-Tankstation verfügt aber über einen Überspannungs- und Überhitzungsschutz. Tipp Nummer 9. Kann ich das Gerät sorglos anstecken? 90% der Gadgets auf dem Markt, selbst von bekannten China-Herstellern, sind nicht EU-konform und potenziell unsicher. Die Tizi-Produkte enthalten geprüfte Bauteile, die den EU-Normen entsprechen. Tipp Nummer 10. Auf die LED-Leuchten achten, denn zu helle LED-Leuchten stören beim Schlaf oder lenken stark von der Arbeit ab. Die Tizi-Tankstation besitzt nur eine gedämpfte, schlafzimmertaugliche blaue LED-Leuchte. Tipp Nummer 11. Achtung Betrug. Chinesische Verkäufer begehen täglich Umsatzsteuer- und Zollbetrug auf Amazon-Marktplätzen. Beigefügte Fake-Rechnungen können nicht steuerlich geltend gemacht werden. Equinox stellt ordentliche Rechnungen aus und zahlt alle Steuern und Abgaben.